Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76 heute im Pionierlager. Und ich habe mal gerade geguckt, wir haben 3 Marken. Damit können wir uns die Kaulquappenmütze kaufen. Eine US-Flagge, Schlafsack, Pflanzenposter, Banner, ja, super. Aber den Rucksack, den bekommen wir erst beim Opossum-Verkaufsautomat. Das heißt, wir werden höchstwahrscheinlich noch mehr Quests bekommen. Ja! Aber das sind Rucksack-Mods, ne? Wo ist denn der Rucksack? Wo finde ich denn den Rucksack? Wie kommt man an den Rucksack ran? Na egal, machen wir erstmal die Prüfung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wo das Haus mit der Prüfung ist. War das hier irgendwo? Bin ich hier in Rucksack? Hatten wir nicht eine Quest? Sprich mit dem Pfadfinderleiter. Oh, es ist Zeit für meine Ja. Gut. Wieso auch nicht? Na komm. Sprechen wir erstmal mit dem Leiter, kriegen unsere Beförderung und dann höchstwahrscheinlich unseren Rucksack. Hallo? 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 In den nördlichen Klimazonen wächst das Moos auf der Nordseite der Bäume, wo es mehr Schatten gibt. Biber haben durchsichtige Augenlider, die ihre Augen unter Wasser schützen. Das nenne ich mal einen integrierten Schutz. Du hast dich als eine überaus würdige Kaulquappe erwiesen. Das ist lobende Anerkennung und eine Belohnung wert. Ganz im Sinne unseres stolzen Pfadfinder-Pionier-Mottos, immer aufwärts, verleihe ich dir hiermit den Rang des Opossums. Mit den steigenden Herausforderungen wachsen auch meine Erwartungen an dich. Doch ich weiß, dass es dir an Mut und Ausdauer nicht mangelt. Also gut, die nächsten Abzeichen winken bereits. Mach dich auf und Onkel Sam stolz. Rucksack. Ja, Tragekapazität 30. Echt jetzt? Da wird der ganze Aufriss? Ich weiß nicht, ich muss mal ganz kurz was gucken. Alles klar. So, ich muss. Ist zwar ein bisschen spät, aber ich musste gucken, ob meine Videos Ton haben, weil ich habe offensichtlich andere Kopfhörer an. Es gibt so viele neue Kreaturen, die sich nicht in meiner Datenbank befinden. Ich weiß nicht, wie ich sie nennen soll. So. Und jetzt? Wie komme ich jetzt an die Kaulquappendinger ran? Gibt es zwei Arten von Giftschlangen. Die Mokassinschlange und die Waldklapperschlange. Geh beiden aus dem Weg. So, hier sind doch bestimmt irgendwo auch die Dinge ins Kirchens. Die Computer. Aha. Mit einer Lebenserwartung von über 20 Jahren lebt der amerikanische Hummer länger als die meisten Haustiere. Oh, ich warte mal, bis die Jungs fertig sind. Ja, cool. Ich kann tatsächlich mitmachen. Okay, alles klar. So. Opossum-Prüfungen? Oh Gott, Kaulquappenprüfung. Ich mache erstmal meine Kaulquappenprüfung zu Ende. Bogenschießen. Warte, habe ich Bogenschießen schon? Ich weiß es nicht. Muss mal ganz kurz gucken, was fehlt mir überhaupt noch.
Also, Welt. Insektenkunde. Machen wir Insektenkunde. Kaulquappenprüfung. Insektenkunde. Also gut, wir machen einen zusammen. Und dann mache ich den Rest allein. Prüfung beginnen. Frage anzeigen. Okay, huh. Nicht alle Gliederfüßer sind Insekten. Welcher dieser Krabbler ist kein Insekt? Biene, Motte, Fliege, Spinne. Die Spinne ist kein Insekt. Frage anzeigen. Mary liebt es, nachts zum Fluss zu gehen, um Glühwürmchen zu fangen. Diese süßen kleinen Insekten leuchten im Dunkeln. Was lässt die Glühwürmchen so einzigartig leuchten? Kernspaltung, Fluoreszenz, Biolumineszenz und oder statische Aufladung. Eins von den beiden war es, glaube ich. Fluoreszenz, glaube ich. Aber das kommt mir auch bekannt vor. Ich weiß es nicht mehr. Nächste Frage. Wendy arbeitet freiwillig als Imkerin im Sommerlager. Imker ernten alle möglichen nützlichen Dinge von ihren Bienen. Was wird allerdings nicht von Bienen geerntet? Honig, Futtersaft, Blumen, Bienenwachs. Blumen werden nicht geerntet. Hört sich logisch an, ne? Es scheint, als könnten Kakerlaken so ziemlich alles überleben, sogar radioaktive Strahlung. Sie können sogar eine Weile lang ohne Kopf weiterleben. Wie lange? Ewig? 6 Jahre? Genau 5 Minuten? Über eine Woche? Ohne Kopf? Also 5 Minuten, würde ich sagen. Frage 5 von 5. Samuel ist ein Athlet, der unheimlich viel läuft und springt. Wenn er Superkräfte hätte, würde er mit Sicherheit so weit springen wie ein Floh. Wie weit wäre das? Eine Autolänge? Ein Fußballfeld weit? 10 Häuserblocks weit? Von Charleston nach Welsh. Eine Autolänge. Auswertung anzeigen. 2 von 5? Yay. 5 von 5. Sehr schön. Ich habe gegoogelt. Bin ich ganz ehrlich zu euch. So, mal gucken, was kommt als nächstes. Das erste mache ich halt immer so, und, um zu gucken, ob ich es drauf habe. Und dann weiß ich, dass ich es nicht drauf habe. Und dann lasse ich es. So, Welt. Kochen. Dann geht es jetzt ans Kochen. Mal gucken. Komm schon. So, das Kochen. Prüfung beginnen. Ich kann gut kochen. Alles ist gut. Mal gucken. Frage anzeigen. Oh, der Server lädt gerade so. Jetzt kommt eine besondere und von Kram gesponserte Frage. Im Zweifel fahren, im Zweifel immer Kram. Ja. Ja gut, das war jetzt nicht so schwer. So, weiter mit der nächsten Frage. Wenn die immer als allererstes kommt, bin ich fröhlich. Mary hat dich gebeten, Kalbsbries zur Party mitzubringen. Moment mal, was ist Kalbsbries überhaupt? Toast mit Puderzucker, ein Gebäck ähnlich einem Süßgebäck, Brot mit Cremefüllung und oder tierisch Thymusdrüse. What? Habe ich im Leben noch nicht gehört. Kalbsbries. Hört sich an wie ein Gebäck, ne? Ein süßes Gebäck. Nächste Frage. Scheißlegender Server. Was sollte nicht im Fondue landen? Brot? Äpfel?
Hände, Brokkoli. Hände. Würde ich mal sagen. Du gehst im Super-Duper-Mart einkaufen, um Zutaten für Sülze, das Lieblingsgericht deines Vaters, zu besorgen. Was ist die Hauptzutat? Joghurt, Käse, Milch, ein Tierkopf. Sülze? Sülze. Milch? Ich weiß es nicht. Jackie kocht Spaghetti und möchte wissen, wann und wie sie probieren soll, ob die Nudeln gar sind. Was würdest du vorschlagen? Die Spaghetti kochen lassen, bis das gesamte Wasser verdampft ist? Mit einem Löffel eine Nudel zum Probieren herausfischen? Mit der Hand hineinfassen und fühlen? Die Nudel gegen eine Wand zu werfen und zu sehen, ob sie... Ja, komm. So ein Oma-Geschwätz kennt ja jeder. Auswertung anzeigen. Zwei von fünf. Die erste und die letzte wahrscheinlich. Also, ich meine, dieses Mal war der Test so scheiße einfach, da konnte ich, eine Sache wusste ich nicht, und zwar was Mykophil bedeutet, Mykophil. Ansonsten war es einfach, da kamen Fragen wie, ja, was passiert, wenn man Salz in den Topf gibt und dann das Wasser zum Kochen bringt? Ja, der Siedepunkt erhöht sich. Also, was für eine Scheiße. Jetzt sehe ich aus wie so ein Waschlappen. Oh, und scheiße war ich auch noch. So. Kochen haben wir jetzt auch durch. Bestehe an einem Prüfungsterminal die theoretische Prüfung in Griecherkunde. Okay, Griecherkunde. Geht klar, Chef. Das kriegen wir doch hin. Griechertierkunde. So. Schauen wir mal. Prüfung beginnen. Vielleicht schaffe ich es irgendwann mal im Alleingang was zu lösen. Susan findet eine auf dem Rücken liegende Testudinata am Straßenrand. Was ist das? Eine dreibeinige gehörnter Frosch? Ein Teil eines Chryslus Corvega? Chrysalis. Eine Geierschildkröte. Ein legendärer Kryptid. Ich würde sagen, eine Schildkröte. Ich meine, wenn ein Frosch auf dem Rücken liegt, dann dreht er sich um. Und das ist ein Wagen. Also nehme ich mal an, die Schildkröte. Welche Schildkröte ist die größte? Lederschildkröte? Aura-Schildkröte, Altwelt-Sumpfschildkröte, Breit. Habe ich alles noch nicht gehört. Ich tippe einfach jetzt mal. Markus hat das Gift einer. Was sind das für Namen? Colorado-Kröte geschluckt. Ups, welche Effekte können auftreten? Euphorie und lebhafte Halluzinationen? Erhöhte Stärke und Beweglichkeit. Die Fähigkeit, Schallwellen zu sehen. Sumpfkrätze. Euphorie und lebhafte Halluzination, würde ich sagen. Das Dreihorn-Chamäleon ist in Ostafrika zu Hause. Doch es wurde in den 1970ern in die Vereinigten Staaten eingeführt, damit es ein Beispiel für eine parasitäre Spezies. Egotistische Spezies, ritualistische Spezies, invasive Spezies. Damit ist es ein Beispiel für eine invasive Spezies. Was ist der Hauptunterschied zwischen einem Frosch und einer Kröte? Frösche sind Kaltblüter, Kröten sind Warmblüter. Frösche sind eifersüchtig, Kröten sind narzisstisch. Frösche haben glatte, schleimige Haut, Kröten haben raue, trockene Haut. Frösche sind Pflanzenfresser, Kröten sind Fleischfresser. Nee, das hier, ne? 4 von 5! Das war knapp! Irgendwas habe ich verkackt. Ich weiß aber nicht was. Halleluja, das war das Schwerste. Bisher. Ach du Scheiße. Ah, okay. Junge.
Mach mal keinen Scheiß hier. Okay, Kriegkunde erledigt. Oh, ein Froschhabitat in deiner Werkstatt, achso. Kryptoanalyse. Gucken wir mal, ich bin auch übrigens am Verhungern und Verdursten. Okay, das dürfte erstmal reichen. So, Kryptoanalyse, Freunde. Welcher Gründervater hat eine Scheibenchiffrierung erfunden, die später bei der US Army zum Einsatz kam? Benjamin Franklin? Was weiß ich? Schwede. Nach welcher mythischen Sage, wurde eine berüchtigte Art von Computervirus benannt? Die Schwingen des Ikarus, das goldene Vlies, das trojanische Pferd, die Sandalen des Hermes. Ja, das trojanische Pferd, das weiß ich. Ahaha, die Sonne kommt. Scheiße. Samuel ist sauer auf Mary und befiehlt seinem Mr. Handy sie zu schlagen. Allerdings gehorcht er nicht. Warum? Man schlägt keine Mädchen. Mary hat es nicht verdient, geschlagen zu werden. Samuel ist ein Penner. Es läuft der Programmierung des Mr. Handy zuwider. Das ist eine leichte Frage, aber leider würde ich verkacken wegen, keine Ahnung, zweite Frage, was auch immer das war. Welches dieser hochtrabenden Worte bedeutet chiffrierte Kommunikation in Schlüsseln? Kartografie, Heliografie, Kryptoanalyse, Psychoanalyse. Kartografie? Ich weiß nicht, ich glaube, das ist falsch. Alfonso hat Probleme, einen Passcode der Kommunisten zu dechiffrieren und beschließt, eine Brute-Force-Methode einzusetzen. Wie geht er dabei vor? Er schlägt mit einem Vorschlaghammer auf sein Terminal. Er berechnet alle möglichen Lösungen nacheinander. Er wendet Social Engineering an. Er errät eine auf Hinweisen basierende Lösung. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. 3 von 5, immerhin! Yeah! Easy going! Und jetzt muss ich kurz mal die Sonne aufhalten und vielleicht mal meine Cam ein bisschen Licht geben. Wobei die Sonne ist jetzt mittlerweile wieder weg. Hat nicht wirklich funktioniert. Aber gut, weiter geht's, Freunde. Lass mich raus. Ich hab die Kryptoanalyse schon gemacht. WTF. Oh, Welt. So. Medizin. Auf geht's in die Medizin. Brandon ist auf dem Schießstand, als Samuel ihn versehentlich mit scharfer Munition aus seiner Schrotflinte trifft und Brandon viel Blut verliert. Wie kannst du den Blutverlust ausgleichen? Ich gebe intravenös eine Blutkonserve. Ich drücke Zeckenblut in seinen offenen Wunden aus. Ich schneide meinen Arm auf und gebe ihm mein Blut. Ich nehme Blut aus seinem Bein und träufle es in seinen Arm. Was? Hab ich alles noch nicht gehört. Susie spielt in ihrem Baumhaus. Sie verliert das Gleichgewicht und fällt herunter, wobei sie sich den Knochen in ihrem Oberarm unterhalb der Schultern bricht. Wie nennt man diesen Knochen? Was? Sie verliert das Gleichgewicht und fällt herunter, wobei sie sich den Knochen in ihrem Oberarm unterhalb der Schultern, also genau hier, bricht. Schulterblatt? Oberarmknochen, Becken, Speiche. Oberarmknochen? Weiß ich. Du hast gerade Dienst auf dem Bogenschießstand. Ricky will seine Munition zurückholen, während noch geschossen wird, und bekommt einen Pfeil durchs Knie. Was machst du? Ihn zur Stadtwache schicken.
Ich lasse ihn bluten, weil er das Sicherheitsprotokoll nicht beachtet hat. Rate Ricky, das Abenteuerleben aufzugeben. Das ist genau das Richtige. Ich rufe einen Krankenwagen, ich ziehe den Pfeil so heraus, wie er reingekommen ist. Ich rate Ricky, das Abenteuer aufzugeben. Muss nicht machen, tut mir leid. Alfonso verdient sich etwas nebenbei, indem er nach der Schule in den Garahan-Bergwerken arbeitet. Sein Vater Ricardo, ein Bergarbeiter, hustet und röchelt ständig. Welche Krankheit könnte sich Alfonso durch die Arbeit unter Tage zuziehen? Mukoviszidose, Grippe, Diabetes, Staublunge. Ja, ich würde Staublunge sagen, aber das hier hört sich schon ziemlich medizinisch an. Ich sag einfach mal Staublunge. Die anderen Pfadfinder freuen sich schon auf ihren Ausflug zum Poseidon Energy Kraftwerk. Doch du bist besorgt wegen der Auswirkungen der Strahlung. Was machst du? Ich höre auf, mir Sorgen zu machen, da Atomenergie zu 100% sicher und effektiv ist. Ich nehme Redex mit, nur für den Fall. Ich bitte beim Eintreffen um einen Schutzanzug. Ich gehe nicht. Schutzanzug. 2 von 5. Echt jetzt? Egal. Scheiß drauf. Ich hab's geschafft. Ja, lass mich raus! So, okay. Weiter geht's, Leute. Wir kriegen das heute noch hin. Puh. Schwimmen, Säugetier. Nur Schwimmen und Säugetierkunde, Freunde. Da haben wir es geschafft. Junge, Junge, Junge. Oh. Mal gucken. Ich bin ein schlechter Schwimmer. Ich schwimme eigentlich nie. Dein seltsamer Freund Miguel ist ein Hypochonder und hat dir eine ellenlange Liste von Dingen gegeben, über die er sich beim Schwimmen Sorgen macht. Über welche diese Themen muss er sich definitiv keinen Kopf machen. Dehydrierung, Hitzschlag, Unterkühlung, Xerophobie. Ist Xerophobie nicht irgendwas von Alien? Dehydrierung, keine Ahnung. Klein Lisi hat Angst davor, im Stadtbad schwimmen zu gehen. Über welches Risiko macht sie sich dabei zu Recht Gedanken? Für manche Schwimmer ist das Wasser zu tief. Es könnten starke Strömungen auftreten. Das Becken ist für Anfänger zu seicht. Haie. Im Stadtbad. Es geht ja hier um Risiken, ne? Dass ein Becken zu seicht ist, ist kein Risiko. Strömung kann da auch nicht sein. Für manche Schwimmer ist das Wasser zu tief, würde ich sagen. Ah. Uff. Wie atmet man beim Schwimmen richtig? Beim Schwimmen regelmäßig zum Atmen anhalten. Im Rhythmus der Schwimmzüge abwechselnd einatmen und ins Wasser ausatmen. Zwischen den Schwimmzügen schnell ein- und ausatmen. Gar nicht, man sollte beim Schwimmen immer den Atem anhalten. Ja, das hier natürlich. Also wenn ich gleich 4 von 5 richtig habe, dann wissen wir, dass der erste falsch war. Timothy gibt damit an, dass im regelmäßigen Schwimmen gesundheitliche Vorteile bringt. An welcher Stelle seines Geschwafels unterbrichst du ihn, um ihn zu korrigieren? Wenn er über Herz-Kreislauf-Fitness redest? Wenn er behauptet, es würde seine Koordination verbessern? Nachdem er vorgibt, er würde dadurch mehr Kalorien verbrennen? Bei seiner Erklärung, dass er dank des Wassers nun streichelzarte Haut hatte? Ja, nehme ich an. Du siehst, dass Billy Probleme hat, sich im Schwimmbecken über Wasser zu halten. Du möchtest ihm helfen, hast dich aber gerade erst abgetrocknet. Welche dieser Möglichkeiten ist keine Methode zur Rettung vom Beckenrand aus? Reden, greifen, winken, werfen. Ja, ich denke mal, mit Reden kann man es vielleicht schaffen, aber winken, was soll winken bringen? Ja, vielleicht um Hilfe winken. Ah! Scheiß Definition. Reden. Ich hab mich abgetrocknet, sorry. Hilfe! 3 von 5. Scheiße.
Oh. Ich hab's geschafft. Das war so grausam. Da waren viele Fragen dabei, wo man die letzte Frage nicht sehen konnte. Die letzte Antwort. Ah. Okay. Kommen wir zur letzten Prüfung. Ich weiß nicht mehr, was es war. Ah. Gucken wir mal. Säugetierkunde. Was kann ich auswählen? Ich hab keinen Bock mehr. Aber diese eine, ich muss es schaffen. Es ist das Letzte. Konzentriert bleiben. Spott ist ein Jagdhund, der gerne Hasen und Vögel jagt. Was jagen afrikanische Wildhunde gerne? Heißt, Spott ist ein Jagdhund, der gerne Hasen und Vögel jagt. Was jagen afrikanische Hunde gerne? Krokodile? Antilopen? Elefanten? Menschen? Was ist das denn für eine Frage? Welche dieser Eigenschaften unterscheidet Säugetiere von Reptilien? Sie haben Haare, sie haben Ohren, sie haben Beine, sie haben ein Gehirn. Sie haben Haare. Es gibt es Reptilien mit Haaren? Also rein theoretisch heißt Ohr gleich Hörorgan? Ich sag mal, sie haben Haare. George würde lieber etwas über Dinosaurier als über Säugetiere lernen, da sie so groß und furchterregend sind. Doch auch Säugetiere können groß und furchterregend werden. Welches ist das größte noch lebende Säugetier? Afrikanischer Elefant, Blauwal, Riesenpanda, Rentier. Ich denke mal Blauwal. Faultiere sind Säugetiere, die sich langsam bewegen und in Bäumen leben. Vor Millionen von Jahren gab es riesige Faultiere, die auf dem Boden lebten. Wie groß wurden diese Mega-Faultiere? Größer als ein Brotkasten, größer als ein Fahrrad, größer als ein Elefant, alles Genannte. Oh. Das ist aber bitter, wenn man den Elefanten wählen will. Dann ist es ja alles. Rinder aus West Virginia geben gutes Essen ab und essen auch selbst sehr gern. Aus wie vielen Teilen bestehen ihre Mägen? Ich glaube, das waren 7, oder? Oder waren es 2? Scheiße. Bin ich jetzt blöd oder so? Ich weiß auch nicht. Yay, das war einfach. Okay. Wir haben sie heute alle durchgezogen. Ich bin fertig mit den Nerven. Aber wir haben es durchgezogen. Warum gehe ich immer zurück? Gott, diese Server-Lags. Nein, ich will nicht zurück. Ich will den Scheiß einfach nur abschließen. Mann. Das ist so grausam. Deswegen bin ich mit den Nerven am Ende. Halleluja. So. Okay. Damit können wir uns dem Problem... Die Kammerweide wächst pro Jahr zwischen 1,5 und 2,4 Metern. Dadurch gehört sie zu den schnellsten wachsenden Bäumen weltweit. Damit müssen wir uns jetzt um die Meyerlurks kümmern. Und dafür müssten wir eigentlich am besten da nach unten, ne? Was haben wir hier alles so für Dinger? Keine Events, die ich gerade machen möchte. Naja, schade. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann werden wir uns um die Meyerlurks kümmern. Und dann quasi Zugriff auf... Ja, die Kaulquappen-Mission zu haben. Können wir das eigentlich jetzt schon angucken? Nicht Kaulquappen, sondern, ihr wisst schon, das andere Ding. Opossum da. Ach du Scheiße. Erhalte eine Lupe. Sammle Knochen, während du ein Fedora trägst. Erhalte eine Schatzkarte. Finde mit Hilfe einer Schatzkarte einen Schatz.
verarscht mich doch jetzt, oder? Töte Gegner mit dem Fat Man. Stelle Mini-Atombomben her. Schließe die Glückstreffer-Quest ab. Oh mein Gott. Koche Wasser, klingt gut. Stell deinen Rucksack her. Iss Hot Dogs. Ich denke, wir haben auf jeden Fall bis Oktober noch ordentlich zu tun. Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.